Ab jetzt leben Laura und der Wendler in den Staaten. Sie sind ausgewandert und wollen auch nicht so schnell zurück nach Deutschland. Er kann schließlich seine Musik von überall aus machen und sie kann auf Instagram weiterhin mit Werbecodes Geld verdienen. Denn sie kann nicht so gut Englisch und sie macht sich außerdem noch sehr viele Gedanken wegen den Songs von dem Wendler. Denn wenn er neue Songs macht, hat sie manchmal das Gefühl, es geht um sie oder um eine andere Frau. Sie nimmt das alles sehr persönlich. Der Wendler sagt nun Folgendes. Man muss wirklich vorsichtig sein. Laura ist da sehr emotional. Jedes Mal, wenn ich einen Song schreibe, verinnerlicht sie das so intensiv, dass sie glaubt, dass er für sie geschrieben ist oder für eine andere. Ob sie wirklich in den Songs gemeint ist? Was denkt ihr? Übertreibt es Laura? Oder ist es vollkommen normal, die Songs von seinem Freund auf sich zu beziehen? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns wie immer im nächsten Video. Ich freue mich auf euch.